Apropos, was nicht alles unter Soul läuft, läuft ja fast das ganze Spektrum an schwarzer Musik in den Plattenläden unter Soul. Ja, die abenteuerlichsten Sachen. Und da fällt mir das Stichwort Soul Searching ein. Unsere Hauptarbeit ist ja das Selektieren der wirklichen Soul-Platten von dem Rest der Black Music. Ich würde sagen, unsere Hauptarbeit ist immer gute Musik zu hören. Also Black Music, Tetra, Soul, Papa. Man hört, dass es gute Musik ist und das wird dann schon Soul sein, nehme ich so an, oder? Eben, ja. Wir hören das, was uns gefällt. Richtig, aber das selektieren wir doch vorher aus dem großen Angebot an Soul-Platten. Und das bieten wir dann den Leuten. Also eine gute Stimme macht noch keine Soul-Platte. Da gehört schon mehr dazu. Das ist, Der Pavarotti hat, glaube ich, noch auf keiner Soul-Platte mitgesungen. Soul-Searching bedeutet nämlich nicht nur, irgendwelche Platten rauszusuchen, sondern die Engländer betreiben das sogar so intensiv, dass sie nach Originalbändern aus vergangenen Zeiten jagen und die dann selbst finanziert auf Platte pressen. Genau, und dann kommt noch Joshy Joe Armstead, was das nächste Stück ist. Da muss man sagen, Dieter Bohlen, der irgendwie wirklich ein Schnarcher an uns ist und sich für ein Genie schlecht hinhält und der Millionen Mark verdient, der sollte sich mal Joshy Joe Armstead einfach mal so auf Du und Du anhören und dann mal vor Scham sterben. Wurde 73 aufgenommen, nicht veröffentlicht und erst wieder voriges Jahr auf Platte gepresst. Ja, und wenn ihr auch alle denkt, dass ich nicht alle Aprikosen im Schränkchen stehen habe, irgendwie, Gott verweilt dann doch, wenn ich sowas höre, des Öfteren auf Erden. Got my taste, den haben wir, den guten Geschmack. Ja, danke.
Wie ungerecht diese Welt ist, kann man auch daran sehen, dass Joshi Joe Armstead heutzutage Promoterin von Boxveranstaltungen ist. Und man muss auch sagen, dass Soul eben halt auch nicht nur über Liebe und sonstig. Man muss auch sehen, dass Soul nicht nur Inhalte wie Liebe hat, sondern eben auch sehr viel Social Issues. Dass es eine Musik war, in denen sich Schwarze in den 70er Jahren auch eben ausdrücken konnten, ihre Gefühle und ihre Ansichten über diese Welt. Und eine dieser Ansichten ist Willie Hutch's Life's No Fun Living in the Ghetto. This song is dedicated to all the people, the beautiful people, all races, creeds and colors, those who have shared experience of living in the ghetto. You know, because you really got nowhere to go. Rats, the roaches, and all those different things. You know, and I feel a heartbeat in people. I understand what it is. Den Eindruck, Soul gibt es erst seit dem 01.01.1970, aber zu diesem Zeitpunkt hatte Soul schon eine lange Entwicklung hinter sich. Fernab. Ich würde sagen, dass Soul-Musik gibt es eigentlich schon, also seitdem es schwarze Musik gibt, und das wird ja wohl zumindest in Amerika. Ich nehme an, dass so diese Spiritualität, die die damals ihre Gospels irgendwie oder ihre Spirituals auf den Baumwollfeldern gesungen haben und diese Vision eben hatten von einer anderen Welt, seitdem gibt es wohl Soul. Und es hat sich immer weiter etabliert. Im Blues höre ich auch Soul, im Jazz höre ich Soul, im Soul höre ich Soul, ich höre im Southern Soul Soul, ich höre im Northern Soul Soul, ich höre im Modern Soul Soul, ich höre im Street Soul Soul und im Sweet Soul Soul, ich höre im Hip-Hop auch Soul und ich höre in Hausmusik auch Soul. Ja, aber die Epoche, wo in so klischee-mäßig Leute meinen, dass am meisten Soul-Musik entstanden ist, nehme ich an, werden dann doch die 60s, also wo halt die ganzen
Motown, Era, Atlantic, Jazz-Label, Southern Soul, alles, was sich wirklich etabliert hat auch. Also ich nehme an, dass doch, also mit den 70s wohl die 60s auf alle Fälle die Wegbereiter waren und auch epochale Werke vollbracht haben. Also man muss nicht mit James Carr oder mit Uwe Wald. Ohne die 60s wären die 70s nicht möglich. Meinst du jetzt James Brown, jetzt haben wir uns Manslow? Ich weiß nicht, ich bin kein Freund von James Brown. James Brown muss anscheinend ein bisschen dumm in der Batsche sein. Nehme ich an, ist irgendwie so ein Macho, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Interessiert mich nicht irgendwie. Er hat irgendwie so die falsche Ansicht irgendwie. Das ist so ein, eher so ein Macho-Soul. Ich finde so ein guter Soul hat irgendwie so was, ja, was Weiches, aber dann doch Stolzes. So stolz sein, auch wenn man verliert, eben, man bleibt sich selber. Man verkauft seine Seele nicht an keinen Sonntag. Und eben drum die nächste Nummer für James Brown, Garland Green, Angel Baby, 60s. I'm glad to kiss the ground my baby walks on. Glad to kiss the ground that she walks on. Oh, angel baby, that's what you are. And I'm glad to kiss the ground that you walk on. Found me heaven, baby, down here on the ground. The man of that must really like me, cause he sent you down to bring joy and my lonely soul. Value more than silver or gold. I mean, I can't buy it no more. My baby walks on, yeah. I'd gladly kiss the ground that she walks on. Oh, angel baby, that's what you are. And I'd gladly kiss the ground that you walk on. You gave me so much love, baby, in so many ways. And I'll always thank you for the rest of my day. That you walk on, oh angel baby, that's what you are. Angel baby, that's what you are. Ich denke auch, dass Soulmusik uns alle daran erinnert, dass es irgendwie sich lohnt, vor dieser Welt zu scheitern, bevor man seine Seele verkauft.